Ich werde in meinem Vortrag über die neurobiologischen Hintergründe des magischen Denkens eingehen. Für die Neurowissenschaften stellt sich ja immer die Frage, wie kommen Persönlichkeitsmerkmale oder Hirnfunktionen zustande, welche Strukturen im Gehirn sind da involviert. Beim magischen Denken ist es nicht so einfach zu beantworten. Ich werde auch die historische Entwicklung ein bisschen darstellen, wie es zu diesem Konzept gekommen ist. Was man weiß ist, dass wahrscheinlich die Händigkeit eine Rolle spielt, ob jemand mehr ein magisches Denken hat oder nicht. Es hängt sicher auch daran, wie grundlegende Mechanismen der Wahrnehmung, wie das Sehen, das Hören oder auch das Riechen funktioniert. All diese Faktoren machen, dass zum Beispiel ein Mensch mehr magisches Denken hat als ein anderer. Es gibt auch wenige Studien, die zeigen, dass es anatomische Unterschiede gibt bei Menschen mit mehr magischem Denken als bei Menschen, die eher skeptisch orientiert sind.